Hallo, ich bin Bettina Sturm von Respekt Herr Specht, Erfolgsrezepte für Food- und Gastro-Startups. Heute bin ich in Hannover auf dem Markt unterwegs und, wie ihr da hinten schon sehen könnt, ich besuche Steffi und Joachim vom Café Loco. Das sind die beiden mit dem tollen mobilen umgebauten Bauwagen zum Kaffee. Ich zeige euch heute mal, wie der Wagen so aufgebaut ist, was es hier so alles Schönes gibt und nehme euch mit in den Wagen. Bis gleich! Hallo Joachim. Hallo Bettina. Die Idee zu Café Loco wurde eigentlich in Australien geboren. Steffi und Joachim haben 4 Jahre dort gelebt. Als die beiden dann zurückkamen, machte Joachim sich auf die Suche nach richtig geilem Kaffee hier in Hannover. Und wurde nicht so richtig fertig. Dachte so, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Und überlegte, wie sie denn guten Kaffee nach Hannover bringen könnte. Erst dachten sie über die stationäre Kaffee-Idee nach, verwarfen diese aber sehr schnell, weil es ihnen zu risikoreich, zu zeitintensiv und auch vor allen Dingen zu finanzstark war. Relativ fix kamen sie dann auf eine andere Idee, denn Steffi ist Architektin. Und sie meinte doch, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir ein mobiles Kaffee entwickeln würden. Wir bauen einfach einen alten Bauwagen um und machen daraus ein begehbaren, mobiles Kaffee. Soja Cappuccino. Mein ultimativer Tipp für andere Kaffeegründer ist, gut auf die Auswahl des Personals zu achten. Gutes Personal kann dein Unternehmen nach oben bringen, kann es pushen oder eben genau das Gegenteil bewirken.